Bevor das Video beginnt, wollte ich euch noch sagen, dass wir uns hier in der Aufholjagd befinden. Ja, das sind alte Folgen, auch die, die du jetzt siehst. Die neue aktuelle Folge kommt am 12.09. dann raus. Dann geht's wieder ganz gewohnt im Rhythmus jeden Donnerstag 14:30 Football Manager weiter. Das hier, wie gesagt, nur die Aufholjagd. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Arbeitsamt. Ja, ey, wie Jan sich jetzt Schalke hier bewerben will. Und unten kannst du steht dich bei mir überall doch Schalke bewerben. Das, ich bewerbe mich jetzt auch. Anzeige auf. Alter, da kann ich. Warte, ich muss aufnehmen. Ihr müsst ich, auf. Ja, ich nehme auch auf. Warte, ich will auch. Nein, ich nehme auch auf, passt doch. So, Leute, ich habe mich jetzt gerade beworben für den Trainerposten bei Schalke 04, weil ich auch den Trainer gerade rausgeworfen. Ich auch. Und ich auch. Ja, ihr seid Lappen. der Vorstand von Schalke, die wir erhalten wird in Kürze. Ich kann auch mal Interesse bekunden. Aber das ist ja erlaubt, auch wenn Schalke eigentlich besser ist wie Mainz, weil du musst ja den Trainer nicht wechseln, das ist ja erlaubt. Okay, nee, das nicht. Wenn die dich so annehmen, ist es erlaubt, auch bei Bayern theoretisch. Ja, so ist es erlaubt. Aber hier steht, Hertha BSC, Trainer Jano Dublo scheint der Favorit. Du hast dich heute beworben, direkt Favorit. Steht bei mir. Ja. Steht hier. Okay, Leute, wir haben uns alle beworben, damit ein herzliches Willkommen für diese Audio. Nein, ich habe mich am 25. November beworben und am 24. stand schon, dass ich der Favorit bin. Ha! Ja, das ist ja was anderes. Herzliches Willkommen auf jeden Fall zu der neuen Folge vom Football Manager 2019. Hallo, Leute. Zusammen mit Jan und Micha, was war das für ein Anfall? Alter, hör auf, ist doch egal, er hat sich beworben bei Schalke, ich spiele übrigens jetzt gegen Schalke, wenn ich gegen die gewinne, dann sehen die, dass ich krass bin und dann bin ich einfach bei den Trainer. Ich hoffe, es lief bei mir in letzter Zeit gut, ich hoffe, dass sie das auch sehen, auch wenn ich nicht gewonnen habe, ich finde, wir waren echt gut, jetzt mal abgesehen von dem Schalke-Job, wir waren echt nicht schlecht, ich hoffe, das läuft halt besser. Jan hat Euroleague gegen krasse Schnodder und dann natürlich jeder noch zwei Bundesligaspiele. Ich bin gespannt, wie es läuft. Schaut bei den anderen vorbei, bei Micha und bei Jan. Let's go! Also warte, jetzt hat sich das wieder verschoben hier mit dem, wer geht als nächstes? Michael jetzt und Mika 5,0. Aber ja genau. Ich habe jetzt 6,0. 6,0 hatte Labbadia und jetzt sind wir weg. Jetzt habe ich 5,0, wenn ich jetzt verliere, bin ich auch weg. Tschüss. Und Jan auch. Gegen Stuggitown, das ist ja schon verloren. Dann bist du direkt weg. Nein, meine Jobsicherheit ist bei... Ja und, Labbadia ist auch direkt... 47% nur. Echt jetzt? 47% habe ich, ja. Meine ist bei 15. Echt? Nein. Meine ist bei 46. Oh, scheiße. Ja, guten Tag. Blau mal hier. Ich bewerbe mich jetzt übrigens bei Wolfsburg. So Leute, ich spiele gegen Mainz. Ich bin schon in Schalker Sicht, Leute. Genau. Wieder ein Versprecher. Ey, so geil. Heute habe ich richtig Bock. Ich spiele gegen Schalke natürlich, aber vielleicht bald als Schalke, ja. Wenn ich die jetzt überzeuge, indem ich die richtig wegklatsch, dann sind die, dann denken die sich gar nicht so, boah, ey, der hat uns weggeklatscht, den nehmen wir nicht, sondern denken sich so, wow, und nehmen mich dann direkt, ja. Ich habe mich übrigens auch bei Wolfsburg und bei Hannover beworben, habt ihr aber gerade gesehen. Also ich bin gespannt, bei irgendeinem werde ich schon genommen. Ja, keine Ahnung. Hauptsache nicht Hauptsache Mainz. Mal wechseln, genau. Mainz, immer du hast wieder ja nicht was Neues. Schon genug Trainerposten, ja. Immer mal was Neues, das ist auch ganz interessant. Nein, wie viel der Verein ist das eigentlich? Das wäre ja mein Dritter. Das ist nämlich für dich, ist das der Zweite oder der Dritte? Zweiter, hä, bist du? Meins ist der Zweite. Also, okay, wir starten rein, sind daheim. Ich bin gespannt. Eine andere Taktik habe ich jetzt. Bin gespannt, wie das läuft. Hoffentlich gut. Wahrscheinlich kriege ich richtig aufs Maul von Schalke. Ja! Hack! 1:0! Yes, da zeigen wir es, Schalke! Nee, so, ich freue mich immer und im Endeffekt verliere ich dann trotzdem irgendwie 5:8. 90 Minuten lang sehr offensiv spielt. Das ist egal. Das hat gar keine Auswirkung darauf. Und alles, außerdem habe ich eine andere Taktik jetzt. Ah, geil. Insigne, March! Oh, mach ihn doch rein, du. Was hat er denn für ein Problem jetzt? Hallo. Ja, hi. Ich spiele gerade 0-0. Ich habe jetzt noch 10 Minuten. Oh nein. Ich habe noch kein Tor geschossen. Oh nein. Man hat schon kommen sehen. Oh nein. 1-1. Vietto, Alter. Was ist das denn für einer? Vietto?
Wer ist das? Ach Mann. Ja, Tobias Stieler gibt Elfmeter. Komm jetzt rüber, bitte. Alter. Ach komm. Was, Elfmeter nicht geschossen oder was? Ja, rein? Fährmann hat ihn gehalten. Alter, 7 Schüsse, 7 aufs Tor. Da soll mal einer sagen, dass ich nicht gut trainiert habe. Ich habe nämlich Training ein bisschen umgestellt. Und so sind wir jetzt deutlich torgefährlicher. Normal haben wir auch mehr davon reingemacht. Das wundert mich, dass wir nur ein Tor hatten. Das lief ja sogar gegen Leipzig besser. Also Schalke hat offensichtlich mit Fährmann den krassesten Torhüter ever. Komm. Ja, Hacke! Alter, 2:1! Du darfst nicht gegen Schalke gewinnen. Ey, der hat schon 2 Tore gemacht. Der gleiche Typ einfach. Ist der nicht gut? Verlier! Halt dein Mund. Was willst du denn eigentlich? Ich will doch ja, auch ich mal... Will zu Schalke ey, ich hab gehen. Seit 6 Spielen nicht mehr gewonnen. Ich will ja, einmal gewinnen. Wann anders, nicht gegen mein neues Team. Wenn Schalke unentschieden spielt, bist du 15. Wenn Schalke verliert, ja. Dann bist du 14. Ich spiele gleich und gewinne, ja? Also ist mir das da hinten. Gegen Stugitown, genau. Gewinnst du einfach gegen die, oder? Ja. Ja. Was war das denn? Komm nochmal, Hack. Hack, bitte. Wo bist du? Gebambi! Jetzt! Was machst du? Latza, ja, da oben, der ist doch da, Insigne. Latza, Gbambi, komm, mach doch mal irgendwas, Alter. Es passiert einfach gar nichts. Immer noch einen Meter nach hinten. Ja, Busmann, der ist cool. Aber eigentlich ist Aaron Martin besser und Busmann nicht so gut. Aber Alter, du hast 10 Aaron Schuss Martin und 10 aufs Tor. Ja, ich sag ja, ich bin so gut gerade. Was hast du für eine geile Taktik? Ich weiß auch nicht, eine andere. Du weißt nicht. Ja, weiß man halt nicht immer. Oh Mann. Jetzt kommt der Mann, der Männer. Mateta ist verletzt. RIP. Amen. Mateta ist verletzt und ich habe keinen Auswechselspieler für ihn. Ich habe Ucha nicht mitgenommen. Hoffentlich so 12 Monate. Ich habe Ucha nicht... Was willst du denn, Alter? Ich habe keinen Spieler mehr. Ich habe jetzt echt keinen Spieler. Den hast du sowieso nur noch ein paar Wochen. Ja, aber jetzt in dem Spiel, Mann! Alter, ich schrei dich gleich sowas von an. Müller in den Sturm. Müller in den Sturm. Wir wollen Müller in den Sturm. Komm, bitte, das 3-1 wäre so wichtig. Oh. Sonst machen die gleich wieder eins. Gebambi. Das war ein langer Einwurf. Ich weiß auch nicht. Du weißt es. Halt die Fresse. So viel dazu. Ich habe eine andere Taktik. Was machst du? Alter! Hack! Ich will auch so Schalke. Hack! Du. Er hat ihn einfach durchgehen lassen. Hack! 2 Tore gemacht. Und dann lässt er ihn durchgehen. Jetzt bin ich wieder Letzter, ey. 3 Minuten Nachspielzeit. Konzentriert nach Zugriff, wenn die jetzt ein Tor machen. Ich komme wieder los. Jetzt kommt er. Alter! So ein dreckiger Hurenbock. Einfach eine. Taktische Foul gemacht. Eine taktische Foul. Ja, das habe ich dann auch gemerkt im Satz, aber es konnte nichts mehr machen. Ich konnte nichts mehr machen. Das konnte man nicht mehr verbessern. So, jetzt Ecke und dann Hack. Das wäre das legendärste ever. Bitte, bitte, bitte. Oh, Boetius. Ich finde das auf jeden Fall schon ziemlich genial. Ecke und Hack, Ecke und Hack, Ecke und Hack. Oder irgendein anderer, das ist mir egal eigentlich. Ich das möchte Hack. Gern 500 Gbambi. Gramm Hack. Gbambi! Oh! Ah, Mann. Immerhin unentschieden, aber halt schon wieder. Und Darmstadt hat auch ein Unentschieden geholt. Alter! Okay, jetzt schaue ich bei Jan vorbei und dann sehen wir uns im zweiten Spiel, wenn ich hoffentlich bei Schalke bin. Tschüss. Jetzt Wolfsburg verliert. Du verlierst auch. Nein, ich und ich gewinne. Dann bin ich punktgleich mit dir auf dem Regional... Abstiegsplatz. Ey, das wäre so sexuell anziehen. Nee, eigentlich gar nicht. Doch. Also schon ziemlich. Vor allem links.
Ah! Das ist so dumm. Was war, oh, ich darf was war eigentlich im Spiel? Du darfst es eh nicht. Das ist so lächerlich einfach. Okay, mega geil. Wolfsburg hat schon mal verloren. Das habe ich ja gerade schon gecallt. Jetzt muss nur noch Jan verlieren und ich gewinnen. Beides schwierig, weil ich glaube, dass Jan gut ist. Und ich glaube, dass Augsburg gut ist, Alter. Die haben die letzten 5 Spiele einfach alle gewonnen. Ja, wird laufen. Komm bitte jetzt das 1-0. Gebambi! 1-0 kurz vor der Halbzeit. Du bist so kurz vor der Halbzeit. 47. Spielminute. March mit der perfekten Flanke aus der Drehung. Ja, so halbe Drehung. Und Gebambi macht einen Volley vom Fall allerfeinsten. So geil. Jetzt müssen wir das nur halten über 20 Spiele. 20 Minuten. 45 Minuten meine ich natürlich. Ey, Augsburg hat einen Schuss, einen aufs Tor. Ich habe 6 Schüsse, 4 aufs Tor. Was willst du mehr? Tore vielleicht. Komm, wir müssen ausbauen. Ich weiß, dass in es Berlin immer schief geht. Läuft's nicht mehr. Ich weiß, dass es immer schief geht. Wir müssen es einfach weiter ausbauen. Nicht so. Nicht dem Gegner einfach. Finn Borgerson ist durch. Adler hält wie ein junger Gott. Krasser Typ. Insigne ist übrigens verletzt bei mir, wollte ich vorhin noch sagen. Ist in Ordnung. So, jetzt. Hallo, das war ein Foul. Hack! Der Ball ist drin und er pfeift ab. Was pfeifst du? Was ist das für ein Arsch? Oh, ey, ey, der Freund! Innenverteidiger. Nein. Oh, wieder Ecke. Alle meine Spieler stehen im Strafraum und trotzdem können abgewehrt, ihn tauschen. Abgewehrt, wieder Ecke. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott. Geh weg, einfach weg. Gbambi, Abbas, bitte faul ihn einfach. Ja, Abpfiff. Ich habe gewonnen. Wuhu. OMG gegen Augsburg. Ey, so 7 Spiele. Habe ich nicht mehr gewonnen. Jetzt ist es soweit. So, Leute, das war's dann von dieser heutigen Folge. Bei Jan gab's nochmal was zu lachen. Unbedingt bei ihm vorbeischauen. Denn er hatte ein kleines Treffen mit, ich weiß nicht wem, ja, vielleicht der Vorstand. Mal gucken. Ja, schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbei. Bei uns ist immer krass. Ja, wir gewinnen jedes Spiel einfach. Und wechseln auch bald zu Schalke. Jeder von uns, alle drei. Und dann, ja, haut rein. Ciao. Das war die schlechteste Abmod, die ich je gemacht habe. Ciao.